Hallo zusammen, hier ist er wieder. Kalimera, Yasutikanis. Ich war in Griechenland und das war wunderschön. Und jetzt bin ich auch erholt und kann hier wieder richtig mitmachen. Es geht in diesem Clip um den DAX. Könnt ihr euch denken, ist meistens so. Ich habe es leider Freitagabend nicht mehr geschafft. Jetzt haben wir Sonntag, 8:35 Uhr. Vor euch liegt der Monatschart, sprich eine Kerze, ein Monat. Damit wollte ich jetzt mal ausnahmsweise anfangen, weil da sind auch so ein paar Sachen, die dürfen mir nicht gefallen. Die Bänder sind, wo ist mein Fadenkreuz? Die Bänder sind hier seit dem Anfang Januar nochmal deutlich aufgegangen. Wir haben oben fast 17.000, 16.900 und unten 10.000. Das ist breit. Ja, wenn ich das jetzt einfach mal hier so auf die letzten Jahre zurückverziehe, das hat man lediglich 2009 mal. Aber es ist natürlich auch eine heftige Bewegung gewesen, gar keine Frage. Jetzt stabilisiert sich das untere Band. Das heißt, dass der Bewegung entgegengesetzte Band stabilisiert sich. Und das heißt eigentlich für mich, dass diese, wäre das jetzt ein 10-Minuten-Chart, Stunden-Chart, Tageschart, Wochenchart, dass diese Bewegung eine Pause verdient hat. Das wird bestätigt über das MACD. Die traditionelle Sichtweise ist noch nicht negativ, die moderne schon. Ja, wir haben hier lang, kurz, kurz. Das sieht nicht so toll aus, aber der Monat ist auch noch nicht fertig. Wir sind deutlich im überkauften Bereich und drehen leicht nach unten. Also am Monatschart ist das für mich jetzt nicht so prickelnd, muss ich eher davon ausgehen, im Extremfall sogar, dass wir sowas hier sehen, 13.500, das glaube ich aber nicht. Ich kann mir aber diesen Bereich hier um die 14.000 Aufsicht von, sagen wir mal, 4, 5 Monate bis Jahresende ziemlich gut vorstellen. Gehen wir mal auf die Woche. Die Woche sieht eigentlich sogar schlechter aus. Wir haben auch hier diesen langen Trend von März 2019, das war hier. Entschuldigung, März 2020. Wir sind negativ über das MACD, wir sind negativ über die Stochastik. Der ganze Freund hat hier so einen Rounding Top gebildet. Gefällt mir auch nicht. Die Bänder auf Wochensicht sind extrem eng. Da liegen wir hier bei 15.313. Und das ist auch die Linie, die ich hier gezogen habe, die jetzt eigentlich schon seit dem April 2021 uns hier verfolgt. Mit der haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt. Schön aufgesetzt, nochmal aufgesetzt, sehen wir gleich im Tageschart noch besser. Dann haben wir hier dieses Rounding Top gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf schwarze Kerzen hintereinander und wir schließen auf Wochentiefskurs. Das kann mir nicht gefallen. Vom MACD her, wie gesagt, negativ, nichts Positives und Stochastik dreht auch runter. Sollte das Band gebrochen werden, muss ich davon ausgehen, dass wir wenigstens hier diesen Bereich hier sehen. Da sind wir bei der 14.800. Kennt vielleicht noch der eine oder andere von euch. Dann gehen wir mal auf die Tagessicht. Hier gehen die Bänder auch gerade aus. Das ist noch nicht dramatisch, aber diese Kerze hier vom Freitag, die ist natürlich schon ziemlich böse. Der DAX hat die Chance, hier einen Doppelboden zu bilden. Aber die muss er tunlichst nutzen. Der darf hier keine 50 Punkte drunter, so im Bereich 15.450 oder so. Das wäre schon ziemlich fies. Wir haben, muss man langsam anfangen, die Fraktion der Trendfolger ist negativ, 10 unter 20. Die Bollinger Bandhändler sind negativ. Wir schließen unter dem unteren Band. Die Chartisten haben noch durchaus die Chance hier des Doppelbodens. Wir sind negativ über das MACD. Wir sind nach wie vor negativ, wenn schon auf tiefem Niveau, in der Stochastik. Mir ist dann Folgendes noch aufgefallen. Von dieser Bewegung hier sind wir, also von hier nach hier, lediglich, und zwar fast punktgenau auf das 61,8er bei 15.792 gestiegen. Mehr ist nicht. Da waren wir so ganz knapp an der 20-Tage-Linie. Diese Linie, ich mache das mal hier wieder raus, dass euch das nicht irritiert. Diese blaue Linie hier ist nach wie vor die 15.800 bis 15.830. Dieser Bereich. Rangelaufen, rangelaufen, das schaffen wir nicht. Das ist für mich kurzfristig eine Make-or-Break-Line. Dann haben wir hier diese Unterstützung bei 15.300. Die hole ich auch mal rein. Hier sind die Bestätigungen. Da, da und kommt von hier hinten. Haben wir oft gesehen, viel touchiert und da sind wir auf dem Weg zu hin, 15.300. Aber wenn ich jetzt Monat, Woche, Tag zusammenfasse, ich sehe hier beim besten Willen nirgendwo irgendetwas Positives. Ich muss davon ausgehen, dass wir wenigstens kurzfristig die 15.300 sehen. Ich befürchte allerdings, das wird mehr nach unten. Vielleicht sehen wir auch die 200-Tage-Linie nochmal bei 14.905. Wir hatten eben im Wochenchart die 14.800. Ja, das ist dieser Punkt hier. 1, 2, 3.
Das sind so die ganz wichtigen Chartpunkte. Also ich wüsste nicht, was positiv für den Markt momentan ist. Wir haben eine Wahl vor uns. Wenn der Herr Laschet gewählt wird, werden wahrscheinlich die Koalitionsverhandlungen kürzer gehen. Wenn Herr Scholz gewählt wird, zieht sich das weitere 2-3 Wochen hin und dann bin ich ja froh, dass ich farbenblind bin, ob das Rot, Grün, Rot, 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 Rot oder was auch immer alles sein wird. Das wird schwierig. Also da steht eine ganz blöde Zeit bei uns bevor. Also selbst wenn ich jetzt wüsste, wer gewinnt, wüsste ich jetzt nicht genau, wie der Markt reagieren sollte, weil eben die Koalitionsverhandlungen, die werden sich ziehen und das ist nicht schön. Wir haben China, ja, mit Evergrande. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier ein bisschen zu hoch gesprochen wird. Ich bin der festen Überzeugung, die Chinesen finden ihren eigenen Weg, ohne dass sie sich zu sehr die Blöße geben. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Ich darf den Markt nicht wirklich mögen. Ich sehe hier keinen Grund, long zu gehen. Ich höre zwar, dass die eine oder andere Firma hat tolle Aufträge und so, aber die können nicht liefern. Ich bin selbst gerade dabei, ein Auto zu kaufen. Ja, statt 3 Monate heißt jetzt 9 Monate Lieferzeit. Ja, dankeschön. Ich habe mir Folgendes überlegt. Die 14.800, das ist für mich schon eine ganz, ganz wichtige Marke. Das glaube ich beim besten Willen nicht, dass wir da jetzt gleich durchgehen sollen. 15.300 kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte aber keinen Schein suchen, der so knapp hier unten drunter liegt oder da. Ich gehe tatsächlich unter die 200-Tage-Linie. Ich habe den rausgefunden, 14.778. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GH5 Ludwig Paula. Aber den kaufe ich noch nicht. Am Montag möchte ich gerne erstmal die Zeit abwarten von 9 Uhr bis 10 Uhr. Schauen, wie sich der DAX 40 dann, wie er sich darstellt, wie sich das anfühlt. Da will ich ein bisschen warten. Aber ich gebe dem Markt durchaus immer mal wieder so 200, 250 Punkte nach oben. Aber diese 15.810 hier, das ist schon jetzt, das ist eine Macht. Das ist eine richtige Macht. Wenn wir drüber gehen, fein. Aber ich sehe es nicht. Ich wüsste nicht, woher es kommt. Also das ist ein Schein für die Watchlist 14.778. Beim Short kann ich ein bisschen aggressiver rangehen. Relativ flott hinter die 16.000. Und da kann ich den Hebel ein bisschen erhöhen. Und dann sind wir hier sowas. Das passt. 16.111,77. Da sind wir also noch locker hinter dem ehemaligen All-Time-High. Das ist die GH64E4. Auch ein Open-End-Schein. Ich muss davon ausgehen, dass der Markt also jetzt für die nächsten paar Tage eher hier weiter runter geht und bis zur Wahl nach wie vor sehe ich hier nichts Positives irgendwo und danach die 2 Wochen auch. Also bereitet euch darauf vor, das werden ziemlich blöde Zeiten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.